Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tumpredo. N888RC nähert sich vom... Wow. Geiler Folgenauftakt, innerhalb der ersten 10 Sekunden gestorben. Ja, wir machen weiter, wir sind auf dem Weg zum Palast. N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal, ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Ja, gut. Also ich hätte ehrlich gesagt auch einfach dann hier den Cut machen können. Naja, egal. So haben wir einen richtig geilen Folgenauftakt. Einmal gestorben. Und ein bisschen Aussicht auf Retten. Dafür brauchen wir noch 3 weitere. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier beim Nahkampf ein bisschen weitermachen. Einen tödlichen Hieb mit der Axt. Oh, das klingt gut. Aber das werden wir eh nicht machen. Weil ich ja immer die Leute direkt hops nehme. So, und natürlich können wir jetzt auch wieder hier schön unser Waffen-Upgrade machen. Da haben wir ja hier noch den polierten Bolzen. Damit hätten wir auch das Upgrade komplett. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Teile finden. Hier brauchen wir noch 1. Dann können wir auch die Pistol weiter upgraden. Aber das Teil müssen wir halt auch erstmal finden, ne? Deswegen geht es jetzt ohne Umschweife weiter in Richtung Palast. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Schießen. Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Ja, dann schießt du einfach die Leute da oben auf der Brücke weg. War noch nur 5, wenn ich richtig gezählt habe. Ach hier. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Was zum Teufel ist da unten los? Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Oniden, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden sie nicht. Das werdet ihr. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Aber soweit. Weiß gerade nur nicht, wo lang. Ich hab mal geguckt, links vielleicht? Nee, links kann ich nicht lang. Hoch? Ne, warte mal, da hoch. Wo der gerade durchgefallen ist wahrscheinlich, ne? Ne. Da kann ich auf jeden Fall auch nicht lang. Ja, na gut, da muss ich ja da irgendwie... Starker Schuss. Halt, warte, warte. Boom. Lara, der Weg müsste frei sein. Ja, müsste. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Oh, oh. Lara, pass auf! Ich brech dir das Genick! Oh Mann, das wird knapp.
Sie sind gestürzt. Ob sie tot ist? Ich sehe nicht. Achtung! Lara, es sind zu viele. Lass bitte von dort. Meine Fresse, ey. Nein! Ich hab doch Leertaste gedrückt, Mann. Basti. Lara, es sind zu viele. Lass bitte von dort. Sicher, Lara. Ich hol sie, Roth. Und ich komm zurück. Versprochen. Let's wets. Unterwasser, das Feuer ist an. Okay. Da ist der Bastard. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier, hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Dem müssen wir jetzt einen Headshot geben. Der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Unseren Bruder getötet. Jetzt töte ich dich. Das ist für Wladimir. Genau. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Na super, jetzt haben wir keine Waffe mehr. Boah, warum hat die Alte dem Typen nicht einen Headshot gegeben, Mann? Boah. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht uns, Mimiko! Thank you.
Wie, weil der göttliche Furz jetzt gerettet hat, oder was? Tschüss. Jetzt haben wir wenigstens wieder Waffen. Ich dachte, hier ist was aufgeblitzt. Hier muss ich jetzt natürlich dreimal gucken, um versteckte Sachen zu finden. Falsche Richtung gelaufen oder was? Okay, ich komme da auf jeden Fall nicht weiter. Bin ich leicht überfragt. Ach. Ja, ich muss da drauf schießen, glaube ich, mit Feuerpfeilen. Deswegen auch der Pfeil. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Mhm. Okay. Machen wir hier Survival Games, wenn sowieso schon alles vorbei ist. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wieder ganz viele... Wahnsinn! Beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Scheiße Ratte, Alter. Was macht die für einen Lärm? Was soll denn das? So dumm oder was?
Ich hoffe, wir treffen noch auf diese Oni, Mann. Ich will diese Viecher bekämpfen. Was soll ich denn tun? Bitte! Nicht so viel Zeit. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. Alter, Alter. Hier haben sie echt nicht mehr Latten am Zaun. Alleine, weil du so rumgeierst. Boah, ich will hier ehrlich gesagt gar nicht nach Loot gucken, ey. Scheiß auf Loot. Ein Wunder, dass noch nicht alles hochgegangen ist. Eindringlich in die Katakomben! Wenn doch selber. Alter, ey. Er kommt um die Ecke und sprayt uns einfach weg, oder was? Klingeling, klingeling. Den machen wir mal lieber weg. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich Alicia. Muss. Denn Alicia. Es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten. Und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest. Aber... du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer.
Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast seine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Okay. Okay, damit können wir nichts machen. Also mit leise Vorgehen kenne ich mich aus. Da kam der her. Neues machen. Ach so, ich dachte, das wäre ein Item gewesen, das hier geleuchtet hätte. Absolut verarscht worden. Ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Matthias schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht versucht. Hier auch klar. Fragt man, seid ihr dumm? What? Ah, ich muss doch hier oben weiter. Das nennt man effektiv arbeiten. Von da oben kamen wir ja, ne? Da können wir hier nicht hin. Okay,
Okay, ich glaube, da müssen wir weiter. Anzünden oder was? Erstmal entspannt looten gehen. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Hey, 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 hey. Ramm ich dir deine Pfeile in den Arm. Ganz schön hitzköpfig. Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht. Oh, Hilfe! Die Outsiderin fährt mich. Na komm. Easy. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Verdammt nochmal! Lara? Hm? Hier läuft eine komische Scheiße ab. Ach nö! Von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Du meinst? So, Jungs. Das hier ist Yamatai. Haltet euch irgendwo fest! Das ist ja mal was. Wollte ich gerade sagen. Wir haben es also doch gefunden. Nicht ganz so wie erwartet war. Ja! Ja! Sehr gut, Lara. Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Das ist großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Spring rüber
Wir halten den Käfig ruhig. Okay. Ach so, dann erst da und dann schnell da, damit das Ding... Okay, Leute, das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Cheerio.